Gucken, bin ich mal jetzt mal langsam auf die Boah, 12 Leute online, nice. So wollen wir das sehen. 12 Leute, ey. Ihr seid die geilsten, muss ich ehrlich gerade mal sagen. Ihr seid die geilsten. Ah, 9700. Ja, Rockmon eben hier, Batz. Batzibu, Batzibu. Oh, zack die Bohne. Mal gucken, habe ich mein Abo verkauft? Nein. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Weiß ich gar nicht. Ist er AFK? Ah. Sieht nicht danach aus. Okay, nee. Ach, ich bin noch da. Ja, okay. Dann level doch mal, mein Freund. So, dann wäre das auch hier geklärt. Boah, krass, den Trailer muss ich mir echt mal dann reinziehen, weil den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Muss ich mir mal reinziehen. Von der Räubertochter, ja, wechsel einfach dein Digimon. Wechsel dein Digi dann. Hast du auch schon den Realtime-Kinofilm-Trailer von Attack on Titan gesehen? Weil der ist Porno! Porno ist der. Da ging mir einer ab, wo ich ihn gesehen habe. Ehrlich. Attack on Titan fängt ja im Frühjahr 2016 wieder an. Und da freue ich mich sowas von drauf. Richtig geil. Richtig nice. Muss ich ja schon zugeben. Ich guck mal raus. So bewölkt, ihr seht jetzt auch wieder nicht. Aber es soll regnen. Ich will, dass es regnet. Oh, bei Twitter hat sich was getan. Twitter. Nice, neuer Follower. Anna Malek. Follow mir. Okay. Hallo? Guckst du gerade zu? Wenn ja, schreib mal was. Hallo, hallo, hallo. Wer folgt mir noch auf Twitter jetzt neu? Okay, just because I'm Otaku. Okay. Dankeschön für den Follow. Dankeschön. Danke, 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 danke. Mal auf YouTube hier irgendwie gucken, ob irgendwas sich getan hat. Nein, momentan nicht. Mal gucken, meine Parts. Meine Parts, meine Parts. Jo. Echo Souls. Läuft. Genau, was ich eigentlich. Ich folge jetzt auf Twitter. Der zweite war ich. Okay, nice. Danke. Dankeschön, Okemi. Danke, danke, danke. Für den Follower. Danke, danke. Was ich noch fragen wollte an die, die jetzt hier in den Kommentaren schreiben. Ich denke mal, das ist auch nur der einzige. Wirst du nur der einzige sein, Okemi? Wie findet ihr eigentlich momentan das Echo Soul Projekt mit dem Paul zusammen? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Das wäre mal so eine kleine Frage an euch. Wird mir auf jeden Fall helfen. Wir haben jetzt noch bis Part Nummer 16 oder so haben wir jetzt aufgenommen schon. Also wir haben ordentlich Stuff. Und jede 10. Folge, also 10, 20, 30, 40, die wird immer eine 40-Minuten-Folge werden. Also so ein Special-Folge. Also eine Special-Folge, wo wir ja ein paar mehr Sachen machen. Also wir haben uns da schon ein bisschen zusammengesetzt und ein bisschen da geplant und so.
Ja, Last Chaos. Er hat damals das erste Last Chaos gespielt, bis Level, was weiß ich nicht, hat er mir erzählt. Also, er hat es totgesuchtet, das Spiel. Er hat auch damals auf seinem ersten Kanal Last Chaos Let's Played und so. Da hat er auch immer 20.000 Aufrufe oder so auf seinen ersten Part oder so, keine Ahnung. Also, er hat früher Last Chaos gesuchtet. Jetzt macht er momentan auf seinem Kanal mit mir halt das Pokémon-Projekt. Also Pokémon Feuerrot noch zu Ende. Dann machen wir zusammen Echo of Souls. Und dann macht er momentan, also er kann viel mit dem RPG Maker machen. Also er zeigt, wie ihr ein eigenes Pokémon-Spiel erstellen könnt mit allen Skripts und Formeln und sowas, die ihr braucht. Oder wie ihr euch ein eigenes RPG-Spiel erstellt. Also so zum Beispiel so ein Spiel wie Chrono Trigger oder sowas. Und da könnt ihr mal vorbeischauen bei ihm. Wenn ihr mal Bock habt, wenn ihr euch ein eigenes Pokémon-Spiel erstellen wollt oder sowas, da sind jede Menge Parts. Er hat auch eine eigene Edition rausgebracht, die ich auch auf meinem Kanal Let's Played habe. Die ging, wie viele Parts, glaube ich, habe ich dafür gebraucht? Ich glaube 25 oder 30 Parts. Hat auf jeden Fall ordentlich Spielzeit gehabt, die Edition von dem. Aber bitte nur die Edition spielen, der wirklich fetten schwarzen Humor und sonstiges ab kann. Für dem ist die Edition nämlich gar nichts. Weil die Edition ist eine so heftige Satire, wie ich mal so sagen darf. Aber ich habe in jedem Part habe ich mich totgelacht. Ich habe gelacht in dem Spiel, ehrlich. Hat er nice hingemacht. Er ist ja momentan, oder eher gesagt, wieder dran, seine zweite Edition zu machen. Das wird so eine Art Mystery Dungeon werden. Mit eigenen Pokémon und whatever. Ich bin denn da momentan, oder ich habe denen ein bisschen da geholfen. Ich habe ein paar Pokémon gezeichnet für den und so weiter, die richtig nice aussehen mit Paint und so was. Mal gucken, ob er die einsetzt dafür. Ich hoffe doch mal. Wird auf jeden Fall lustig, wenn wir weitermachen. Also ich habe da schon einen guten YouTube-Partner, also gefunden, kennengelernt und muss sagen, richtig guter Typ. Mit dem kann man auf jeden Fall ordentlich zocken und so was. Macht auf jeden Fall Spaß mit dem. Könnt da gerne mal vorbeischauen. Verlinkung ist bei mir auf dem Kanal, Erklärer Mark auf YouTube. Und ja. Auf jeden Fall mal ein Verwehr, würde ich sagen. So, das Lied ist auch Ende perfekt, ne? Ich habe Ende gelabert und das Lied ist Ende. So, meine Ausdauer, die ist jetzt unter 50%. Das ist nicht so nice. Habe ich eigentlich noch. Ne, habe ich. Warte mal, warte mal, warte mal. Da können wir doch jetzt einmal mal gucken. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir die einmal im Cash Shop kaufen werde. Hätte ich ehrlich nicht gedacht. Nein! Nein! Schade. Egal. Ja, ich hoffe mal, dass das gut wird, dass die zweite Edition. Werden wir sehen. Werde auf jeden Fall, denke ich mal, mitwirken da. Aber mal sehen. Ja, jetzt ist er erstmal im Urlaub. Wir wollten eigentlich Pokémon für die komplette nächste Woche auch noch aufnehmen. Aber wir waren so faul, wir hatten einfach keine Lust auf Pokémon. Da wir EOS und sowas oft aufgenommen haben und Pokémon, keine Ahnung. Ja, jetzt ist heute der letzte Part oben freigeschaltet worden. Und Paul ist jetzt erstmal eine Woche im Urlaub. Und ja, Pokémon kommt dann jetzt erstmal nicht mehr für eine Woche, aber dafür EOS. EOS ist bis nächste Woche Montag voraufgenommen. Also EOS kommt jetzt noch locker 9 Tage. Also keine Sorge. Ja, und DMO. Für die Leute, die jetzt beim Stream dabei sind, die wissen, jetzt kommt der komplette Stream, wird dann heute noch hochgeladen, aber halt nicht alles komplett freigeschaltet. Werde ich in einzelnen Parts dann später wieder freischalten, dass jeden Tag eine Folge wieder kommt. Und dann wird erstmal der Stream wieder geupdatet, würde ich sagen. Oder ich lade 2 Folgen pro Tag hoch, damit die Folgen schnell zu Ende gehen. Also für die, die jetzt beim Stream dabei sind, wird es dann die nächste Zeit für dem ein bisschen langweilig werden, wenn dann die Folgen nochmal online kommen, die ihr eigentlich schon gesehen habt im Stream. Aber das soll ja, denke ich mal, kein Problem sein. In der Zeit, wo ich ja jetzt dann so viel Digimon-Folgen wieder raushauen kann oder jetzt aufgenommen habe, sind ja jetzt schon bei fast bei 3 Stunden. Das sind dann 4, 8, 12 Parts. Wenn ich jeden Tag einen hochlade, sind 12 Tage. Dann könnte ich in der Zeit noch Datasquad ein bisschen aufnehmen, weil es haben sich auch noch viele Datamon
Data Squad Parts gewünscht. Dann kann man. Oh. Hi, der weiße Meister. Hi, Freunde. Nice. Was gibt's? Ja, wir haben gerade uns ein bisschen unterhalten über die Studio Ghibli Box. Okay. Und halt generell so, dass ich mit dem Paul ja da EOS am Zocken bin und so was. Also Echo of Souls auf meinem Kanal gibt es ja. Jo. Ja, und noch so ein bisschen hier der Okimi, der unterhält uns hier die ganze Zeit. Der schlägt hier mal ein paar Themen vor. Unnormal, der Typ. Unnormal. Geilste Sau der Welt hier, ja, ehrlich. Ist ja auch ein geiler Dude. Ist so, der kommentiert immer bei jedem. Alles geil bei dem. Alles, ehrlich. Der hat mich ja einmal angeschrieben. Ingame. Und dann sagt er, ja, nicht alle Member sind so. Kann ich mich noch genau dran erinnern? Ja, bei mir auch. Ja, ja. Aber ehrlich, ich freue mich bei jedem Kommentar, wenn er schreibt, ehrlich. Ehrlich, geiler Dude. Jetzt sitzt er wahrscheinlich gerade vorm Bildschirm so, oh geil, so voll geschmeichelt, so, oh. Geschmeichelt? Geschmeichelt, er fühlt sich richtig geschmeichelt gerade. Achso, okay. So, dann sind wir gleich 7:50. Mimi, weine doch nicht. Die Katze schreit. Was? Die Katze heult hier vor der Tür und kratzt sie wieder raus, aber ich hab keinen Bock aufzustehen. Deine Mumu? Meine Mumi. Ja, 57. Noch 8 Level. Schaffen wir heute locker easy auf 65, würde ich sagen. Ja, klar. Guck mal, Sell Toy Argumon 455. Und du hast einen. Ich bin momentan mein Apokalimon für 65 T am verkaufen. Ja. Aber mal gucken. Fuck. Ich bin gerade mal auf der Seite von dem Friseur, wo wir morgen hin wollten. Und die machen um 13 Uhr zu. Und ich habe aber erst um 14 Uhr Feierabend. Um Samstag. Das ist kacke. Kannst du noch eine Woche länger warten? Wir können auch einfach gucken, ob in Schmachtendorf die aufhaben. Ja, könnte man natürlich auch. Bei der geilen Weibers. Ja, dann ist das voll unangenehm. Wenn ich da mit meinen... Ach, scheiß drauf. Ist doch egal, Alter. Die verdienen auch ihr Geld. Ah. Okimi fragt, wie deine Katze heißt. Friedemann. Was? Hört sich strange an, aber ist so. Fregelmann. Friedemann, ach Friedemann. Ah, oder? What? Ach, Fabian, glaube ich. Du hast mich jetzt ein bisschen geschockt. Da, da, da. Entweder wir finden einen Friseur, der noch länger auf hat. Oder wir warten eine Woche oder du gehst morgen allein. Aber ich habe keinen Bock, alleine zu gehen nächste Woche. Ja, gucken. Guck mal hier bei Seitensprung, wie lange die aufhaben. Für alle, die sich jetzt wundern, das ist ein Friseur. Mit geilen Weibers. Das sind nur Weibers, Leute. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich gebe einfach Seitensprung bei Google ein. Und dann schätz mal, was kommt. Ja, man kann mich schon denken. Oh Mann. Oh. Fabi ist raus. Fabi, hast du DC? Ja, ich hatte DC. Okay. Ich habe jetzt auch ein DC. What the fuck? Einfach so. Ich stand nur rum. Boah, das nervt. Ein Friseur. Ja, ich hasse das. Ach, ist mir jetzt erst einmal passiert. Ist doch kein Ding. www.seitensprung-oberhausen.com, sind die das? Müsste. Ah, ja, doch. Styling-Aktion, aha. Will ich mich jetzt hier oder? Ach, keine Ahnung, Mann. Kein Ding, Kuro, kein Ding. Bis gleich, wir sehen uns.